So, der steht einfach nur auf der Fahndungsliste. Das ist mittlerweile auch verjährt. Ich bin ganz ehrlich. Er macht es einfach auf verurteilt. Weil wenn ich jetzt einen Monat lang ihm nicht den Strafbefehl zustellen konnte, kann es nicht sein, dass es einfach verjährt wurde, ja? Nennen wir es höflich, Frau Wayne hat so. Ja, mit. Ich wollte gerade sagen, also entweder krank oder wenn sie da ist, hat sie teilweise sehr spezielle Arbeitszeiten. Ich glaube, er hat gerade Wayne gesagt, ich sehe, ne? So, diese fünf Akten hier, 1, 2, 3, 4 und eine noch weiter vorne. Gegen 2 anfängt und dann um 6, 7 Feierabend macht. Sind definitiv für, da brauche ich Johnny Lasers Aussage noch. Alle anderen Aussagen habe ich. Und das hier ist ganz wild. Das möchte ich eigentlich selber machen. Das Schlimme dabei ist, also ich will nicht sagen, dass sie nichts arbeiten, aber gefühlt ist das Einzige, was die Arbeit ist, dann gucken, welche Akten da sind und die Leute nur unterschustern. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es doch ich bin. Aber ich arbeite nicht von 2 bis 6. Ich glaube, er meint Wayne. Ja. Diese Akte ist ganz wild. Ab und zu mal hat man Glück, ne? So wie mit dem und ich glaube, Dimitri Tschaikowski ist tatsächlich Dimitri... Ist halt wie ist er eigentlich mit Nachnamen? Unser Dimi von letzten Season. Ich glaube, das ist der tatsächlich. Die ist sehr, sehr spannend, weil da geht es irgendwie um die Racing League. Halt, und dass die Racing League... Gerade wenn unbekannt. Also nee, warte. Klar, um illegales Racing. Und ganz gerne die Leute, die dieses illegale Racing machen, quasi... Naja, man nicht wirklich Schutzgeld, aber schon ein bisschen Schutzgeld haben wollen von Leuten, die legales Racing in die Stadt bringen wollen. Das ist wieder ganz wild. Wirklich, es ist komplett wild einfach. Ich habe das mir alles hier durchgelesen und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es um das geht. Die Leute, die illegales Racing machen, wollen Geld von den Leuten, die legales Racing machen. Wilde Sache. Ganz wilde Sache. Das Problem ist, Empire, ist, du schießt 5 Akten und dann... Das ist die andere Akte, wo ich Johnny Lasers Aussage für brauche. Insofern, und dann sind wir schon wieder durch. Ich glaube, es hat sich halt nicht wirklich erhöht. Na, also wir sind so in etwa bei plus minus null. Also das, was quasi dazukommt. Also vor der Woche waren wir auch bei 11. Ja, aber trotzdem sind es 11 Seiten. Ne? Also das ist halt das, was ich meine. Also letzte Woche waren wir auch bei 11 Seiten. 11 Seiten von was? Also insgesamt würde ich sagen so... Herr Fischer hat nur eingestellte Akten? Er hat sich nur die ganzen unbekannten Akten genommen? Mikey Boof, eingestellt. Warum? Beste sind die Akten, sofort die Office an, die ihn gestellt haben. Warum ist hier zu? Beste Akte sind die vom PD, die in der Woche in Bearbeitung waren. Und dann stehen da 2 Sätze drin. Das war die Akte, mit Informationen keine weitere Möglichkeit zu ermitteln. Und dann kommst du zu uns. Und du hast sogar Telefonnummern. Da wurde nicht mal angerufen und eine Aussage eingeholt. Okay, die können nicht von mir reden. Das sind die besten Akten. 2 Wochen rumliegen, ohne dass gefühlt sich etwas tut. Dann stehen da 2 Sätze drin. Und man hat sogar schon Zeugen und so weiter und befragt die nicht mal. Und schickt die dann an PD. Von PD an die OJ. Weiß nicht, ob ich gut finde, dass sie gerade über Wayne lässt. Ja, natürlich, aber warum lasse ich den Scheiß dann aber auch 2 Wochen liegen und gib's dann nicht direkt weiter, wenn ich merke, ich komme da nicht voran. Überfall haben Bürger ein TV-Gesetz. Das ist ja das Problem, dass eine Akte eine Woche, 2 Wochen teilweise liegt und sich nichts tut. Muss ja so schreien. Dann merkt man, dass ich nichts tut. Kann man nicht konzentrieren. Und dann erst weiterleitet und wir sind noch diese Dame, Melody Jensen, welche Namen schon wieder lese. Meinte, ich würde mich nicht trauen, den Laden auszurauben. Bin dann in den Laden rein, habe ihn dann aber nicht überfallen, sondern bin wieder raus. Entweder kommen die weiter oder es wird eingestellt. Punkt. Aber 2 Wochen auf einer Akte zu sitzen und dann zu sagen, oh, ich habe alles versucht, aber es geht nicht weiter, ich gebe jetzt an DOJ weiter und wir müssen dann Ermittlungen oder gegebenenfalls zur Anklage bringen und das innerhalb von gefühlt 2 Tagen, wo die sich 2 Wochen Zeit gelassen haben, ist halt stressig. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe, warum er diese Akte nicht verteilt hat, aber Mr. Fröhlich hat ihn hier auf eine andere Straftat hingewiesen. Dann kam Richmond mit dem Taxi angefahren, hat mich mit einer Pistole gezwungen auszusteigen. Sowas nennt man Nötigung. Wahrscheinlich in Zukunft Chris' Aufgabe. Ich muss ihn fragen, ob er das weiter verfolgt hat. Und ich kann ja jetzt schon sagen, wahrscheinlich nicht. Sie waren doch beim DOJ. Sie können doch bestimmt lesen und schreiben. Machen Sie mal.
Ei. Gut. Hören wir uns auf. Also ja, ich kann lesen. Die Seriennummer von meiner Waffe. Reicht das? Wow, jetzt lästern sie über Moore? Es wird hier nicht... Hallo? Es wird hier nicht über Christopher gelästert. Christopher war super. Mein To-Do-List ist auch einfach voll. Fischer. Die Akte 79438. Neue... Immerhin. Ja, im Zweifelsfall wird Volker auch jemanden in den Rhein fahren. Auto kommt schon zu stehen. Es ist so wild, wenn man nur hört, was Jim sagt die ganze Zeit, ja? Es ist gerade richtig wild. Spätestens, wenn Tank leer ist. So, das ist alles unbekannt. Da gucke ich gar nicht erst rein, warum die eingestellt ist. Gelesen, ne? Unbekannt, ich dachte, ich bin im falschen Film. Ja, Brian O'Donnell. Da schreit einen TV raus, ich muss mal kurz tanken. Wartet mal einen Moment und die warten, bis er getankt hat, weil die Bock auf die Verfolgungsjagd hatten. Wo ich mir denke, wie viel Langeweile hat man, was? Dass man im TV die Zeit einräumt, wieder zu tanken, um dann weiterzufahren. Die hatten einfach keinen Bock auf weitere Arbeit, die wollten einfach durch die Stadt rasen mit dem. Nö. Bitter flüchtig. Jim? Ja? Weißt du, welche PD-Nummern das waren? Leider nicht. Verdammte Scheiße. Ja, wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sie sich selber in Form von Langeweile. TV besteht die Kfz mit Baseballschläger. Hier im Unicorn wurde jemand von Minions zusammengeschlagen und aufgrund dessen hatte ich einen Baseballschläger dabei. Ich habe keinen Kfz geschlagen. ist auch süß. So. Ethan Grant. Ich bin hier beim Unicorn stehen geblieben, um Fahrzeuge, die auf der Straße standen, darauf hinzuweisen, dass diese hier nicht parken dürfen. Hat Grant keine anderen Sorgen? Grant wirklich keine anderen Sorgen außer Leuten, die auf der Straße stehen, zu sagen, ihr dürft hier nicht parken. Wenn da nichts mehr ist, dann können wir ja anrufen. Nach längerer Diskussion sind die daher mit dem bunten Schuhen, dein Baseballschläger auf mein silbernes Fahrzeug einzuschlagen und beschädigte es damit. Hier hat niemand auf irgendwas geschlagen. Deswegen meine ich ja. Anthony und ich können ja spotten. Ja, machen wir Frau Weinwood. Aussage gegen Aussage gibt es nicht, auch Mr. Fischer. Wenn wir uns dahin und telefonieren und sagen, los, ihr müsst jetzt kommen, schnell. Fischer, gibt keine Aussage gegen Aussage. Alle aussteigen, DOJ hier. Vor allem sind Brain O'Donnell. Aber du meinst dienstlich, habe ich noch nicht hier gesehen. Und ich glaube, sind das nicht alles Mitglieder vom AOD? Ja, er drückt sich immer erfolgreich davor. Sind das nicht alles Mitglieder vom AOD? Also wenn die quasi sagen, nö, da war nichts, dann... Erfolgreich davon. Der fängt immer erst seine Arbeit an, kurz nachdem er aufgelöst ist. Und sagt, ach, habe ich ihn wieder verpasst. Ah. So. Ja, siehste? Ich hätte sie auch zugemacht, aber er darf da unten nicht reinschreiben, Aussage gegen Aussage, deswegen eingestellt. Dann kommt er dann und sagt, ich hatte Langeweile zu Hause, ich arbeite doch noch was. Ach, Wochenmarkt war heute? Ach, schade. Ja. Dip. Unbekannt. Ja. Letzte Woche doch auch. Wo er dann eigentlich Samstag frei gehabt hätte und hat sich dann Sonntag freigenommen gehabt. Wie alt sind die? 15 oder 18? Das ist okay. Ja. Mal, dass du jeder Stand hat bereit. Müssen mit Bradshaw noch über seine Akten reden. Dieses teure Auto. Jubilee? Ich war extra vorsichtig. Ich hab gehört, Sie vermissen ein Auto. Hallo, der Kater. Er vermisst ein Auto? Sie? Ich vermisse kein Auto, wieso? DJ6. Hä? Das ist in der Werkstatt. In welcher? Alle. Ich hab doch Victor gestern gesagt, dass es, wo das steht. Er hat es nicht gefunden. Der Kater, wenn du jetzt wegfährst, ne?
Achso, okay. Wo kommt denn der Kater überhaupt her? Ja, der kam mir gerade den Gang hoch irgendwie. Vielleicht war er was essen oder so. Der ist mit uns hier. In der gesamten Umgebung stand das auch. Also ich habe es gestern, als ich wieder an der Stelle vorbeigefahren bin, noch gesehen. Es stand da noch. Vielleicht ist es jetzt in der Verwahrstelle. Ich habe Tomaten auf den Augen gehabt. Ja, dann ist es jetzt vielleicht in der Verwahrstelle. Ich kenne das Gewerbepark, weiß auch nichts. Na, guck mal in der Verwahrstelle. Dann müsst es. Nee, die Polizei weiß nie irgendwas. Also, guck lieber in der Verwahrstelle. Ich glaube nicht, dass die Polizei ein DOJ-Auto in die Verwahrstelle stellt. Doch, na klar, wenn es auf dem Bürgersteig rumsteht, schon. Kacke, jetzt hat sich Pierce den Fallschirm gezogen. Ja, zu spät. Sie haben ja gar nicht mehr die Befugnisse dafür. Ja, offiziell. Inoffiziell abhandeln können, weil ich den TV gerade habe und der würde das mit mir schon abhandeln. Ja, dann nimmst du dir, dann rufst du Pierce an und dann nimmst du dir die Akte. Ist Pierce da? Wenn er nicht da ist, dann nimmst du dir einfach so die Akte. Wenn du das einfach, wenn du eine Akte fertig machen kannst, dann nimmst du sie dir. Ja, okay. Ist halt Donny Dowie, weißt du, Hausfriedensbruch und was weiß ich. Hat sich in den Weinkeller eingeschlossen, wollte sich besaufen und wurde halt von den Cops gestellt, meine Güte. So, einfach Hausfriedensbruch, genau. Ist richtig. So, warte mal, habe ich die Nummer von Pierce überhaupt? Egal. Ich beides. Ich geb's auf. Nee, aber ich nicht. Hast du die gerade da? Weil ich Frau Zane dahin, wo sie den DOJ 6 gesehen hat. Wir nee, heute Morgen stand er da nicht mehr. Okay. Er stand gestern Abend da noch, aber heute Morgen stand er da nicht mehr. So, die 854-721. Danke dir. Von Raiden, oder? DOJ 6. Mhm. Haben wir 4 Fällen gehabt? Ja. Ja, stimmt. Ja. Mann, das Auto stand da gestern noch, als ich vorbeigefahren bin, und heute Morgen stand es da nicht mehr. Irgendwo wird es wohl sein. Ja, also hatten wir. Ja. Der braucht schon so viele Dienstfahrzeuge. Ich rufe das einfach DOJ. Beim PD an und frage mal, ob es zufälligerweise... Dann die wissen das nicht, doch eh nicht. Die wissen das doch eh nicht. Jim, vergeude doch nicht deine Zeit. Wir wissen es doch besser. Ich war heute schon da und hab's als vermisst gemeldet. Ich hab das vermisst gemeldet. Vielleicht wurde es auch geklaut. Absolut richtig. Kann ja sein. Ich meine, es war kaputt. Keine Ahnung, wie der damit weggefahren ist, aber naja. Vielleicht wurde es auch geklaut. Und nach, weiß ich nicht, Afrika verschifft oder so. I don't know. Jim, wir kümmern uns nachher drum. Nochmal vielleicht. Scheiß auf DOJ 6. Echt mal, es ist nur ein Raiden, der ein Felon ist. Das ist immer noch. Super. Schreiben einfach zur Fahndung aus. Wer DOJ 6 findet, bekommt $5,000. Und der halbe Staat sucht das scheiß Auto, ich versprech's dir. Einfach nur wegen den scheiß $5,000, die sie dann verdienen. Guck mal, da kommt ein Taxi. Quickie. Ich glaube, sie haben es umgebaut. Nico, ich weiß nicht, ob es an meinem Chat liegt, den ich hier, der ist ein bisschen komprimierter, glaube ich. Aber man kann es nicht so gut lesen, oder? Außer aber hallo. Stehen? Ja, wahrscheinlich Geld nehmen, ne? Licht ist noch an. Das ist eine extra Batterie. Läuft nicht über den Akku für den Motor. Kann ich so bestätigen. Das habe ich wirklich beim Raiden schon gemerkt. Ja, alles gut. Es sieht immer noch mal ein bisschen anders aus. Schon mal leer gefahren? Nee, irgendwer hat einen angelassen und hat mir dann vom stehen lassen. Und ich guck mal drauf, denk, guck mal, Akku ist so voll, was ist denn hier los? Ich habe eine Frage. Ich habe eine irritierende SMS von Owen erhalten bezüglich der Lage, / Meinung der Bevölkerung bezüglich des Angriffs auf den Chief Justice. Ja. Weißt du da was? Nee. Wieso? Okay. Was stand denn in der SMS? Also er weist mich darauf hin, dass sich die Meinung der Bevölkerung bezüglich dieses Angriffs wohl deutlich verschlechtert und wir da irgendwie ein Statement setzen sollen. Ich weiß jetzt mal gar nicht. Ah, warum. Doch. Er hat das nicht mit dem Angriff auf den Chief Justice in Verbindung gebracht bei mir, aber er hatte mich da auch drauf angesprochen. Und da ging es irgendwie darum, dass die Bevölkerung sich halt irgendwie... Also, wir kommunizieren halt nicht, ne? Wir geben keine Statements raus über unsere VNet-Seite und so weiter und so fort. Das wirkt halt für die Bevölkerung so, als würde uns alles überhaupt gar nichts interessieren.
Auch wenn wir bei der PD-Sache eigentlich mit reinschreiben haben lassen, dass halt wir mit dem DOJ, ne, PD-Zusammenarbeit und so weiter. Die wünschen sich mehr Präsenz in der Öffentlichkeit von uns, also mehr Pressearbeit. Und die denken halt, dass wir, also dass uns das alles egal ist, ne, also auch die Palito-Sache und jetzt der Angriff auch, vor dem DOJ, wo ja auch Zivilisten irgendwie noch zu Schaden gekommen sind und so weiter, dass uns das alles nicht interessiert. Weil wir es nicht öffentlich irgendwo mal mitteilen. Ne? Ja, soll ich jetzt auf VNet einen Post machen, dass ich das verurteile und Straftaten generell scheiße finde? Oder was, ist, ja, was erwarten Beispiel. Die Leute denn? Ja, keine Ahnung, zumindest das Reposten. Soll ich eventuell mal. Erstens, es gibt ein gemeinsames Statement, ja. Meint Delanoa gerade. Zweitens. Ja, genau, aber das ist bei uns nicht veröffentlicht. Bin, das ist bei uns halt nicht veröffentlicht, auf unserer VNet-Seite. Das haben wir jetzt nicht auf VNet geteilt und ja, deswegen sind wir jetzt dumm, oder was? Genau, nee, ja, deswegen sind ehrlich, die Leute sauer. Die Befindlichkeiten, die können sie sich sonst wo hinschieben, die Leute. Okay. Die sollen aber lernen, Social Media zu benutzen. Owen hatte mich halt auch darauf hingewiesen, dass eigentlich Delanoa gesagt hat, dass er das mal teilen soll, aber das hat er nicht gemacht. Und es gibt auch einen Artikel bei Weasel News darüber. Ja, also, ich weiß. Ich habe es auch nicht hundertprozentig verstanden, aber das hat er mir gestern auch so gesagt, ja. Das haben wir jetzt gehört. Wir machen uns darüber Gedanken, aber ich bin ganz offen, es gibt momentan so viel Wichtigeres zu tun, als dem letzten Reisfarmer in Palito Bay die Information auch noch fünfmal vorzukauen und ihm ins Gesicht zu spucken. Ja, aber Pressesprecher brauchen wir, glaube ich, trotzdem langsam, oder? Findest du nicht? Ja, redet doch mit der Presse. Wir haben doch dieses wunderbare Live-Invader-Casting für euch gehabt. Redet doch mit den Leuten. Ja. Also ich mach das ja auch. Ich war ja auch mit, ne, wir haben ja, waren ja bei dem Statement von dem PD, waren wir ja dabei, also Bradshaw und ich. Und hatten mit Wiesel besprochen, was er quasi da als Statement nimmt. Ja gut, dann werde ich Valentini jetzt zum Pressesprecher nennen. Ist gut, machen wir. Ja. Gut. Alles klar. Jo, ciao. Bis später. Es wird früher oder später darauf hinauslaufen, dass ich den Pressesprecher machen muss, weil sonst keiner macht. Toll! Wie viel Arbeit wollen Sie noch, Frau Sane? Ja. Natürlich. Ein paar da Spartaus können wir nicht einfach nur Leute nehmen, die lesen und schreiben können. Und atmen. Ja. Also das Auswahlverfahren für Staatsanwälte ist mittlerweile deutlich härter, ja. Was nicht. Müssen sie noch gerade ausgucken? Nein, tatsächlich machen wir Prüfungen. Mehr. Nee, wir machen tatsächlich Prüfungen. Ja, siehst du, wir nehmen noch Staatsanwälte. Naja, nee, aktuell ist Bewerbungsstopp, aber... Ja, was denn jetzt? Ja, aktuell ist Bewerbungsstopp. Wenn jetzt Kellerherr nächste Woche weg ist und Coldwell weg ist, dann brauchen wir wieder Staatsanwälte. Coldwell ist auch weg. Aber wenn es auch wieder zur Prüfung gibt, wie habt ihr mich dann aufgenommen? Herr Carter, du kamst quasi einen Tag vor der Prüfung. Ach, Gott sei Dank. Ja. Du kamst noch in dem Feld, wo wir wirklich, wirklich, wirklich einfach jeden genommen haben, der Carter. Wirklich jeden. Nee, er redet mit der Carter, die ist mit dem Auto. Ja, der Carter sitzt hinter mir im Auto, der redet, glaube ich, nicht so laut. Naja. Ich kann auch brüllen, wenn die mich dann besser hört. Ja, perfekt. Ja, zumindest mal das Fenster runterkurbeln. Wobei, kannst auch nur den Knopf drücken, wir haben keine Kurbel. Ich wollte gerade sagen, ja, kurbeln im Jubilee? Ja. Finde ich komisch. Irgendwo muss auch der Staat sparen, ne? Ich dachte, da sitzt sonst irgendwie ein kleiner Angestellter und kurbelt selbst immer auf Anfrage. Ach so. So ein Hamster. Genau, im Laufrad. Ja, deswegen sind ja auch die Scheinwerfer vorne an. Nee, die sind an, damit ich besser in Szene gesetzt bin. Dafür war es ursprünglich eigentlich nicht gedacht, aber man kann es dafür nutzen. Gut, perfekt. Ja, aber das funktioniert auch nur, weil der Hamster genug Essen und Trinken bekommen hat. Exakt. Das Burrito in die Tür geschmissen. Oder $2000 sollten angemessen sein. Ein Hausfriedensbruch, ja. Ja, Hausfriedensbruch vom Monster wurde Betäubungsmittelbesitz. 10 Jahre. Alles wie viel? Wie viel Betäubung? Verhandlung. Ein weißes Tütchen oder sowas in dem Dreh. Also nicht viel. Kleinstmenge. Ja, du musst halt aufpassen bei Drogen immer über dem Straßenpreis, ne? Ja, was ist der Straßenpreis? Der Herr Manning. Ich glaube nicht mehr als 2000. Ja, deswegen denke ich auch. Also okay, gleich haben wir alle Autos hier stehen, glaube ich. Gottes Willen. Ja, du hast einen Anschlag auf Manning vor? Sehr gut, ich gehe mir den mal kurz holen. Dann ist das abgehandelt. Also nach vor 4 Tagen, ne, hat das einen ganz anderen Fadenbeigeschmack, dieser Satz. Wenn der Captain das sagt, dann ist das so. Wie bist denn du jetzt hierher gekommen, Manning? Fahrzeugparade, aber er ist, glaube ich, sein Privatfahrzeug da hinten, ne? Ja. Sein, was ist das? Ich wollte gerade sagen Schäfter, aber das ist kein Schäfter. Nee, der ist schwarzer. Ach so, das ist gar nicht seiner. Was? Welcher Schwarz? Ja, neben dem Jubilee steht ein silbernes Auto und ein Oldtimer. Nein, ein weißes. Ein weißes. Weiß, okay. Warte mal, hast du gerade gesagt, das schwarze Auto? Ach nee, warte mal, ist er doch weiß? Ja, hat er. Also mit dem schwarzen Auto. Das Auto heißt so. Ach so! Ach so, es gibt ein Auto, das schwarz heißt. Ach so.
Ja, sag das doch. Deswegen dachte hat ich er grad... doch. Ja, weil der Oldtimer sieht von hier schwarz und silber aus. Deswegen dachte ich so, ja, ne, weil ist schwarz. Ja, egal. Theoretisch, ja. Der Pain. Guck mal, da drüben ist, glaube ich, eine Fahrzeugparade, oder? Buffalo, oh, Buffalo? Scheiße, kommt, da muss ich aber mal los. Irgendein Mustang ging? Ja, ja. Ja, dann auf jeden Fall. Eigentlich hättest du einfach im Vorbeifahren machen und was ist mit den Noten? Hast du jetzt nicht gesagt. Im Unicorn. Wir brauchen eigentlich mal wieder so ein Werbefahrzeug, ne? Ja, ne? Also jetzt mal. Wir brauchen so ein Werbefahrzeug, wo DOJ draufsteht, weil hier keiner sieht, dass wir das DOJ sind. Abgesehen davon, dass die Jungs alle einen Anzug anhaben, ne? Oder halt zumindest Hemd und schicke Hose. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Sehen wir nicht nach DOJ aus. Ganz ehrlich. Ja, ich fahre mit Coldwell und Owen in Urlaub. Nee, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, einfach nur Zufall. Weil Owen macht ja keinen Urlaub. Tag. Donka, weil wenn alle da sitzen und keiner so aussieht, als wäre ansprechbar, dann kommt doch keiner hier hin und fragt so, hallo, was macht ihr denn so? Und ne? Aha. Was bietet ihr denn so an? Macht doch keiner. Ich wollte mich ein bisschen präsenter hier hinstellen. Wenn tatsächlich neue Leute kommen, und wenn tatsächlich neue Leute kommen, mich auch vernünftig hinstellen. Dass ich so aussehe, als könnte ich angesprochen werden. Weil das Konzept da, das finde ich nicht so gut. Aber irgendwie kommt ja keiner. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Flieger heute ganz schön leer ist. Ist bekannt, dass es hier mal ein Urteil gibt, dass theoretisch die Todesstrafe verhängt werden könnte? Nein. Schade. Es gibt keine Todesstrafe. Also wir hätten aber jemanden, der hätte es verdient. Mhm. So viel es klingt. Das machen fünf Personen, sitzen am Tisch, alle denken, bitte steht daneben. Texas absolut bekommen richtig. Leute, die ihre Freundin zerstückeln. Bewährung, ja? Was? Ja, ja. Es gab Platzprobleme. Dann wird sie hier ihre Bewährung absetzen. Nicht gut, nicht gut. Kann man schneller beenden. Ja. Gottesdienst. Achso, ich dachte für die Salutschau ist nach der Predigt. Nee, hast du direkt dann einen Priester, Pastor, wie auch immer da, der die Beerdigung veranstalten kann. Geht schneller. Solange er nicht in der Nähe ist. Sobald er in der Nähe ist, fährt sie genau dieselbe Schiene. Guck mal, kommt noch ein Bus. Juhu! Da waren mehr drin. Mit ungefähr drei Leuten drin. Mitch wollte wegfahren. Mitch wollte weg. Oh, Alter, ich geh nach Hause. Alles klar. Ja, ja, können wir überlegen, gucken, wie wir da was handeln. Solange du Tony nicht James nennst, ist alles gut. Ich sag nix. Wen soll ich nicht James nennen? Tony. Achso. Ja, heute war ich ja eher der James. Ich bin ja gefahren. Ja, Sozialstunden ist ja eh rum bei denen.
Ja, gibt es. Als ob sich MCler auch auf so einen Wochenmarkt rumtreiben. Ich finde das gerade unglaublich witzig. Ja, da drüben stehen die Saints in Sinners. In Rafted können sie dann den Hof putzen. Spitzhacke in die Hand. Weiß nicht, ob das dann noch ein anderer MC ist. Nee, aber einfach so ein MC, der sich auf dem Wochenmarkt mit hinstellt und sagt, hallo, wir sind auch da. Toll. Sehr moderner MC, sehr modern. Das wissen sie schon, glaub mir. Oder zumindest Geistzone weiß es. Ob Kaiser schon gesessen hat, keine Ahnung. Ja, genau, Donker. Ja, wir sehen sehr kartellmäßig aus, absolut. Vor allem mit dem DOJ-Umhängemarkt. Du musst mal gucken, welche Rahmen du da genau, einräumen willst, wenn sie da so eine Aussage kommen. Weil dann gehst du bei der einen Strafe zwar runter, aber bei der anderen gehst du wieder hoch. So, und wieder also, eine Akte dicht. Wenn sie sich darauf einlassen. Guck mal, der Kater einfach guter Mann. Auf dem Wochenmarkt direkt eine Akte fertig gemacht. Hast du schon irgendeinen Plan für morgen? Wie gesagt, wir müssen mit den Joys nochmal reden. Und Plädoyer und so ist deine Sache, ne? Bis vorhin. Hast du eigentlich gestern die ja, Frau. Das wird auch noch interessant. Ne? Da muss ich mir morgen mal Gedanken drüber machen. Habe ich mit. Ja, ich habe Frau Weinwood durchgenommen mit Owen hier. Absolut richtig. Das klang jetzt irgendwie falsch. Da was dazu? Kam dabei was Interessantes raus? Du sollst hier nicht in die öffentlichen Details gehen, einfach nur ja oder nein. Ja, ich überlege gerade. Weil das war wieder sehr viel Geschwafel. Also was dabei rauskam, brauche ich noch mehr Kontext. Ja, spätestens 9 Monate würde was rauskommen. Nee, nicht wirklich was Spannendes, was ich jetzt unbedingt mit dir teilen muss. Ich meine, es ist halt spannend genug, dass eigentlich das Alibi von Rockford geplatzt ist, ne? Naja. Da müssen wir aber nochmal nachgucken, ne? Wirklich gucken, wer uns beweisen kann, dass es nach 20 Uhr war. Ja, der Lanoir. Die Beiz, Hallöchen. Also, wie gesagt, Plädoyer und so, Öffnungsplädoyer, ist ja deine Sache, wenn du da Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Du hast doch aber als Anwalt also schon Öffnungsplädoyer. Ja, das war eine andere Art von Plädoyer. Ja, genau, aber im Endeffekt ist der einzige Unterschied jetzt, dass du zuerst sprechen darfst. Als Anwalt muss man immer so reagieren, weißt du? Stimmt. Auf das, was der Staatsanwalt sagt. Jetzt hast du den Vorteil, du kannst sagen, was du möchtest, weil du darfst anfangen. Stimmt. Ja. Und im Endeffekt ist es wichtig, du musst es ein bisschen sehen wie, es wird ein Theaterstück. Ein neuhaltiges Gefangen, ja. Gerichtsverhandlung ist nichts anderes als ein Theaterstück. Wie weit ich gehen darf. Also im Eröffnungsplädoyer darfst du nicht unterbrochen werden, ja, weder vom Richter noch vom Verteidiger noch von irgendjemandem. Dein Plädoyer darfst du halten, wie du möchtest, und du darfst in deinem Plädoyer sagen, was du möchtest. Wenn du den Richter in deinem Plädoyer als Arschloch beschimpfst, dann darfst du das theoretisch machen. Dass du danach vielleicht ein Ordnungsgeld bekommst, ist was anderes. Aber du darfst in deinem Plädoyer so weit gehen, wie du möchtest. Ich dachte jetzt eher dran, zum Beispiel herauszuarbeiten, dass Mr. von Richmond halt ein absoluter Berufs- und Gewohnheitsverbrecher ist. Klar, kannst du mir sagen. Gewohnheitsverbrecher, der auf Polizisten schießt. Genau, und da war ich mir jetzt nicht sicher, ob diese Begrifflichkeiten legitim sind. Doch, na klar. Also, du darfst in deinem Öffnungsbericht sagen, was du möchtest. Okay, darf ich auch auf vorangegangene verurteilte Straftaten eingehen? Wenn sie verurteilt sind, definitiv, ja. Das sollten wir sogar während der Verhandlung machen, ne? Vorstrafenregister und so zulassen. Das wird eine interessante Kiste morgen. Du darfst wirklich, also tob dich aus. Und, wie gesagt, es ist ein Theaterstück. Ne? Du musst im Endeffekt in deinem Eröffnungsplädoyer die Leute heiß drauf machen und quasi schon davon überzeugen, dass der Mann definitiv schuldig ist. Ne? Ja. Das muss quasi eben der Eröffnungsplädoyer schon kommen. Sind wir ehrlich, mit Bayless als Anwalt, das ist kein Theaterstück, sondern eine Zirkusvorstellung. Ja, das stimmt schon, aber wir machen das Theaterstück wieder draus, weißt du? Wichtig ist, es müssen trotzdem, also ich mache ja auch immer sehr emotionale Eröffnungsplädoyers tatsächlich, ne? Um die Leute so ein bisschen da auf meine Seite zu ziehen, sage ich jetzt mal. Was aber trotzdem wichtig ist, es muss halt irgendwo drin sein, die ganzen W-Fragen, ne? Was ist passiert, wo ist es passiert, wann ist es passiert und, wer hat's gemacht? Das muss halt irgendwie mit einfließen. Ich mach das immer so zwischendrin, zwischen den Fällen. Stehen die W-Fragen im schwarzen Brett, ja, ne? Na gut. Was ist passiert, wo ist es passiert, wie ist es passiert und, wer war's? Was, wo, wie? Okay, ja gut. Okay, ich glaub, die W-Fragen krieg ich auch so zusammen, ja. Ich glaube nämlich auch. Liv, kurze Frage, darf ich schon allein in die Zellen? Nee.
Soll ich ihn begleiten? Ich komme. Nee, ihr dürft nicht zu zweit allein in die Zellen, sag mal. Du bist doch auch neu. Warum darfst du allein in die Zellen? Nein, darf er nicht. War ich aber schon das Wort gesagt. Dakata! Das habe ich jetzt nicht gehört. Wurde mir nicht gesagt. Owen hat mich auch schon alleine in die Zellen geschickt. Ich hatte nur Sicherheitspersonal dabei. Das war vielleicht eine Ausnahme. Also, okay, pass auf. Im PO passiert, ne? Die offizielle Ansage ist, solange ihr Junior Prosecutor 1 seid, ja, dürft ihr nicht alleine in die Zellen. Ne? Aber uff. Hier, okay, ja. Schade. Davon zu sprechen, ist aber wir gehen einfach zusammen, Benning, und du machst das trotzdem alleine. Ja, viel Spaß. Ja? Gut. Hallo. Welches Auto wollen wir nehmen? Komm, wir nehmen hier den. Ja, also wir kommen wieder zurück. Dann passt es. Ich bin dafür, wir fahren. Also die Fahrzeuge waren eh nicht voll besetzt, also von daher... Okay, ja, dann passt. Finden die schon irgendwie zurück. Ja genau, also die offizielle Ansage ist eigentlich, Junior 1 dürfen nicht alleine in die Zellen. Okay. Wenn natürlich keiner da ist, ja? Dann könnt ihr das durchaus machen, im Zweifel, wenn ihr euch dann unsicher seid. Ja, dann könnt ihr immer Aktenlage und genau, nee, ja, nee, könnt ihr trotzdem in die Zellen gehen. Ja. Wenn ihr euch dann unsicher seid, weil es nicht eindeutig ist, könnt ihr dann immer noch sagen, ja, also, ne, er muss jetzt wieder rausgelassen werden, Strafbefehl kommt dann später. Ja? Kannst du auch machen. Okay. Du musst nicht, nur weil du gerade das in den Zellen abhandelst, musst du nicht einen Strafbefehl ausstellen oder ihnen sagen, ist eingestellt. Das musst du nicht da entscheiden. Nee, gut, das habe ich letztens ja auch gemacht, weil ich einen Fall habe, mit dem ich vor Gericht gehen möchte. Mhm. Und ich habe einfach nur alles aufgenommen und sie dann weggeschickt. Genau, also entweder du möchtest sowieso damit vor Gericht gehen, wenn du das schon weißt, oder es ist einfach zu unübersichtlich und es fehlen noch ganz viele Zeugenaussagen und so weiter. Ja. Dann kannst du auch einfach sagen, ja, das ist mir jetzt unübersichtlich hier, ich melde mich bei Ihnen. Personalien aufnehmen und dann tschüss. Genau. So. Ja, passt ja. Ansonsten, wie kommst du klar? Erzähl mal. Unterm Strich eigentlich ziemlich gut. Das Einzige, was mich so... Gut, das Stören, das ist jetzt auch wieder was anderes. Also ich renne jetzt eigentlich schon die ganze Woche irgendwelchen Zeugenaussagen hinterher. Ja. Weil die haben meistens keine Zeit oder dort haben sie keine Zeit. Oder die werden warte irgendwie mal, jetzt vertreten. Die Autobahn ist schlecht, ja. Und die Anwälte haben keine Zeit. Mhm. Gut, ich habe mir jetzt eigentlich schon gesagt, kommen die, wo ich es jetzt schon dreimal versucht habe, die packe ich jetzt einfach auf die Fahndungsliste und soll sich das BD drum kümmern. Wobei, sind es Zeugenaussagen oder Tatverdächtigenaussagen? Ja, Tatverdächtige. Genau, Tatverdächtige darfst du dann ruhig, wenn du begründen kannst, ich habe die jetzt mehrfach versucht zu erreichen, die kommen nicht zur Verhör, dann darfst du die auf die Fahndungsliste packen, klar. Ja. Nee, aber ansonsten eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja noch ein bisschen mit Codewell geredet und ein paar Tipps abgeholt. Mhm. Ja, ein bisschen am Gesetze büffeln und sowas, aber ansonsten, ne. Genau, wir haben ja jetzt auf dem schwarzen Brett auch ein bisschen FAQ und so gemacht, ne? Weißt du, ja, hab ich schon gesehen, auch mit der Verhandlungsvorbereitung und ähnliches. Genau. Ja. Die Lektüre werde ich auf jeden Fall brauchen dann für meinen Fall. Oh, fuck. Erstmal die Kollegen da in den Tod gefahren. Großartig. Zum Glück war ich nicht so schnell. Habt ihr die W-Fragen irgendwo aufgeschrieben? Ich denke mir so, okay, also die W-Fragen, also ich habe, also weiß jetzt nicht. Die W-Fragen kriegst du, glaube ich, so hin, oder? Ich glaube, da hat Owen eine Ausnahme gemacht und Dakata allein in die Zellen geschickt. Und wir haben ja gestern die Akten von Dakata gesehen, der darf noch nicht allein in die Zellen. Okay, gar nicht. Die Akten sind ein absoluter Graus. Wir müssen heute unbedingt nochmal eine Besprechung machen. Gerade jetzt, wo die ganzen Neuen da sind, wie eben Manning, der sonst nicht so häufig da ist, und Fischer, müssen wir definitiv mal wieder eine Besprechung machen.
Und Donka, auf deine Frage, ob wir sagen können, $1000 für jeden, der uns einen Interessenten bringt. Spricht, glaube ich, nichts gegen, das zu machen. Aber brauchen wir nicht. Wir nehmen aktuell keine Staatsanwälte auf. Was wir brauchen, sind Perks. Ich glaube, Sicherheitsbeamte haben wir auch relativ viele. Ah, deswegen trage ich immer flache Schuhe. Spring doch rein. Dankeschön. Kein Problem. Ja, aber für den Prozess werde ich dann eh, denke ich mal, nochmal bei dir oder bei Owen mal ein bisschen nachfragen. Ja, ja, genau. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt, ne, dann kommt einfach um zu. Ja. Alles gut. Weil Joey dabei war, hatte ich jetzt Joey einfach schon mal als Beisitzer. Mhm. Ja, ja, Joey ist schon... Ich bin quasi fertig. Ich finde, er ist halt ein guter Gegenpol zu mir. Okay. Ein bisschen ruhiger, entspannter. Hallo. Hallo. Was genau machen Clerks? Gerichtsdiener. Aktenarbeit, Sekretäre, quasi. Nur ein cool. Coole Sekretäre. Die ganzen Leute anschreiben, Akten rausgeben. Das Ganze drumherum. Coole Sekretäre. So, dann gucken wir mal, ob wir hier einen Officer finden. Sonst müssen wir einen aus der Leitstelle mitnehmen. Na. Guten Abend, Staatsanwaltschaft. Jetzt ruft mich Mikey Buff an. Ja, Mikey? Oh, Skid, hast angerufen. Ich hab angerufen. Schön, das ist schon ein Stückchen her, oder? Ja, ist schon ein Stückchen her. Hat sich erledigt, Mikey. Alles gut. Gut, dann nicht, ne? Nö, nee, hat sich erledigt. Guten Abend. Ja. Er fragt, wie lange er denn dann sitzen für das da. Das können wir jetzt gleich machen. Wir kurz mit den Staatsanwalt beratschlagen. Ja, und gehen wir mal am besten zur Seite. Genau. Wir sind gleich wieder. Ich hatte die Klappe, ja? Du machst das. Okay. Oh, schönen guten Tag. Und diesmal hätte ich wirklich die Klappe. Bei Valentini fällt es mir ja schwer, aber diesmal hätte ich wirklich die Klappe. Ich glaube, Manning macht das. Mal, das ist das erste Mal für sie. Ach, Kempe ist auch das erste Mal. Schön. Süß. Wir werfen dem Tatverdächtigen. Atmen Sie ganz ruhig durch und erzählen Sie einfach, was passiert. Sie müssen nichts von irgendwelchen Straftaten erzählen. Sie müssen nur sagen, was passiert ist. Genau, einfach sagen. Wir sind zu einem stillen Alarm gefahren. Aus diesem Laden ist dieser Herr vermummt rausgerannt und ist auf Bitte stehen zu bleiben davongefahren. Daraufhin gab es eine Verfolgungsjagd und wir konnten ihn dann stellen. Okay. Nach weiterer Fußverfolge mussten wir ihn tasern. Ja. Okay. Sagen Sie mal, also das war ein Supermarkt, eine Tankstelle? Ein Supermarkt. Der 24/7 oben in Weinwood. Ah, okay. Haben Sie beim Tatverdächtigen eventuell eine Waffe gesehen? Weil das wäre ein Messer abgenommen. Aber gesehen habe ich sie nicht. Das okay. Sie haben also kein Messer gesehen. Nein. Schade. Ach ja, okay, der typische Fall ist jetzt schwierig. Weil der Punkt ist, wenn sie keine Waffe sehen, können wir halt nicht davon ausgehen, dass es ein Raub ist, zumindest direkt. Wir können sie mal nicht nachweisen, sagen wir so, ne? Genau. Außer er gesteht es. Das versuchen wir natürlich gleich, ob er es gesteht. Ja. Kempel war das, war richtig? Ja. Miss Kempel, haben Sie bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen auch irgendwelches Diebesgut gefunden? Irgendwie eine Geldkassette oder sowas? Negativ. Nein. Okay. Okay, also nur das Messer. Nachdem sie ihn gestellt hatten mit dem Taser, war er danach kooperativ? Ja, was heißt kooperativ? Wir haben ihn halt aufgefordert, aufzustehen, Hände nach oben, Maske vom Kopf zu nehmen und haben ihn in Handschellen gelegt. Hat er das gemacht? Okay, das ist ja schon wieder ein wichtiger Punkt. Ja. Also gut. Er war maskiert, ja? Das hat sie aber geschrackt, die Frau Kempel. Oh, okay. Nee, dass er maskiert aus dem Laden rauskam. Ja. Dann habe ich das überhört. Okay, danach hat er es aber gemacht und Anwalt wollte er nicht. Wollte er nicht. Gut, perfekt. Okay. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir nochmal hin. Gut, dann fragen wir mal den Herrn. Guten Tag. Schönen guten Tag. Manning, mein Name von der Staatsanwaltschaft. Same, mein Name.
ganz kurz mit dem Basic an. Hätten Sie mal einen Ausweis für mich? Natürlich. Ja. Bitteschön. Luca Cordi, richtig? Geboren 95, okay. So, Herr Cordi, dann erzählen Sie doch mal bitte, wie die ganzen Geschehnisse aus Ihrer Sicht waren. Ich bin in mein Auto eingestiegen und da kam die Polizei, wollte mich anhalten, damit war ich nicht so ganz einverstanden und bin dann weggefahren. Und was sagen Sie zu dem Part davor, dass man Sie maskiert aus dem Laden kommen gesehen hat? Eine Maske hatte ich an, aber ich habe in dem Laden halt nur kurz was eingekauft. Und Sie gehen standardmäßig mit einer Maske in den Laden einkaufen? Nee, die hatte ich an. Ich finde die einfach ein schönes Schmuckaccessoire. Aber Sie wissen schon, dass es verboten ist in unserem Staat. Nee, hat mir bisher noch keiner gesagt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, das Problem ist, das muss Ihnen auch gar keiner sagen. Sie können ja lesen, oder? Ja. Ne, also wenn man neu in so einen Staat kommt, ja, genau, dann kann man einfach mal, kann man ja mal gucken, ach, dass das so verboten ja ist. Ne? Kann man machen, muss man aber auch nicht. Ja, das schützt Sie aber dann leider vor der Strafe nicht, ne? Okay. Bezüglich des Messers, was Ihnen abgenommen wurde, könnte es eventuell sein, dass Sie das auch im Laden benutzt haben, um vielleicht so einen kleinen Rabatt rauszukitzeln, Sie wissen, was ich meine. Nein, natürlich nicht. Sowas würde ich niemals tun. Okay. Wenn Sie sowas aber niemals tun würden, warum sind Sie dann unbedingt geflüchtet vor den Officern, wenn Sie doch nichts zu befürchten hatten? Wenn Sie selber wissen... Wissen Sie, wenn auf einmal ein Polizeiwagen hinter Ihnen ankommt, dann hat man manchmal so die Intuition, einfach loszufahren. Ist das so? Und also ich bin, ich bin ganz ehrlich, wenn... Also ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich bleib lieber stehen und dann... Und frag, was los ist. Ich das also ich habe da direkt normal immer Angst. Ich habe da schlimme Erfahrungen gemacht in Italien. Mhm. Aus Italien kommen Sie? Ja, ja, auch genauer gesagt aus Sardinien. Sardinien. Sind da die Officer ein bisschen anders drauf, oder? Also ich weiß es nicht, ich war noch nie da, deswegen. Ja, die sind da schon ein bisschen anders drauf, ja. Da gibt es drei verschiedene Officerarten, die sind schon ganz schön wild. Also Mr. Corti, ich kann Ihnen definitiv sagen, ja, hier müssen Sie keine Angst vor dem PD haben, außer Sie haben was angestellt. Naja, also so wie ich gerade eben schon wieder, gerade eben ins Auto gefahren bekommen habe, muss ich schon Angst vor denen haben. Sie sind weggefahren vor der Polizei, also haben Sie was angestellt, ja? Und sind noch zu Fuß geflüchtet. Eben. Sie sind ja dann noch weiter geflüchtet, obwohl Ihr Auto kaputt gemacht wurde. Ja, das zweite Mal war meine eigene Schuld, aber ja, natürlich. Ich will frei bleiben. Gibt's denn da? Da natürlich läuft man da weg. Mhm. Sie wollen frei bleiben. Haben Sie Angst, dass Sie jetzt nicht mehr frei sein? Sie geendet sind, ne? Ja, natürlich. Wenn die Polizei daheim ist, was erwartet man denn dann? Was Nettes? Ich nicht. Also ich erwarte, dass ich stehen bleibe und das normal und höflich in diesem Staat versuche zu klären. Mhm. Okay. Kenne ich so nicht. Wenn das so ist, dann halte ich das nächste Mal natürlich an. Perfekt, okay, das hört man, das wollten wir hören. Okay, Herr Cordi. Dann schaue ich mir mal Ihre Bürgerakte an, falls schon eine vorhanden ist. Und dann komme ich gleich nochmal zu Ihnen, ja? Da werden Sie keine finden. Sind Sie neu? Ja. Heute? Nein. Ja, dann guck mal trotzdem, ne? Ja. Gerne. Hätten Sie eventuell noch eine Telefonnummer für mich? Also falls Sie wirklich keine Bürgerakte haben, dann kann ich das... Ja, dann schon gegeben. Ach so, okay, ja, nicht mehr. Ja, super. Ja, dann ist alles gut. Passt das. Gut, dann gehen wir mal rüber. Ja, mach das mal. Bleib hier. Okay. Also Mr. Corti, wenn wirklich Ihr Freiheitsbedürfnis so groß ist, ne? Dann vielleicht einfach nicht mehr maskiert in einen Laden reingehen, um was zu kaufen. Ja? Die 2 Sekunden, diese Maske wieder abzunehmen, haben Sie immer. Das kann mir keiner erzählen, dass er so in Eile ist, dass er die Maske nicht abnehmen möchte. Oder Motorradhelme, wenn man gerade vom Motorrad steigt oder so. So viel Zeit hat man immer. Die Verkäufer in der Stadt machen so viel Scheiß mit den ganzen Tag, wissen Sie? Wirklich. Die werden ständig überfallen. Ja, ständig. Ah. Und wenn da halt einer mit der Maske reinkommt, dann sind Sie schon mal so ein bisschen alarmiert. Wenn Sie dann anfangen, einfach Sachen einzustecken und so... Vielleicht hatten sie ja die Intention, die danach zu bezahlen, das kann ich so nicht sagen, ne? Aber wenn sie dann Sachen einstecken, haben eine Maske auf, dann sieht man vielleicht irgendwie das Messer in der Hosentasche irgendwie durchschimmern oder sowas, ja? Dann sind die schon einfach ein bisschen nervös. Ja, kann ich verstehen, aber müssen die mit auskommen? Ja, wieso müssen sie das? Die machen einfach nur ganz normal ihren Job, die wollen auch einfach nur ihr Geld verdienen und die arbeiten unter Mindestlohn. Ich hätte ihnen ja mein Geld gegeben.
Vielleicht einfach ohne Maske. Ja, das nächste Mal dann. Gut, und das nächste Mal auch bei der stehen bleiben, wenn die Polizei was, wenn die möchte, ja? Ja, werde ich mir auf jeden Fall überlegen. Mr. Corti? Ja? Wenn wir uns das nächste Mal in die Zellen sehen, ne? Werd mich an sie erinnern. Kein Problem. Ja, guck mal, ganz kurze Frage. Dann spielen wir das Gespräch aber ganz anders. Oh ja. Habe ich auch kein Problem mit. Gut, perfekt. Mr. Harris? Ja, Mr. Sane, hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich muss Sie nochmal ansprechen auf die Geschichte, wo wir vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen hat. Weil die Frau Smith hat sich nochmal bei mir gemeldet. Ich habe gestern nochmal mit ihr gesprochen. Ja. Das ist wohl irgendwie eine ziemlich größere Sache, wo es um eine erzwungene Heirat und ich habe das nicht so ganz durchblickt. Ja, ganz komische Geschichte. Okay. Und ich wollte Sie mal fragen, ob Sie sich nicht mal vielleicht 10 Minuten mit der unterhalten könnten, wenn Sie Zeit haben, dass Sie das mal aufnehmen oder mal verinnerlichen, ob da man da irgendwie was machen kann. Ist sie denn also gerade da? Ich weiß nicht, ob sie da ist, aber ich könnte Ihnen die Telefonnummer von ihr geben. Dass Sie einfach mal anrufen, wenn Sie Zeit haben. Ja, waren Sie? Wie heißt sie denn mit Vornamen? Schmidt ist Polly, so. Polly Schmidt. Smith. Ach, Smith. Smith, okay. Smith, genau. Okay, ja. Nummer? 492. Aber die Akte haben Sie dazu eröffnet, ja? Hey, ich habe noch keine Akte eröffnet, weil sie sich immer noch nicht sicher war, ob sie das möchte oder nicht. Ah, okay. Also. Deshalb habe ich ihr vorgeschlagen, dass sie sich vielleicht mal mit Ihnen direkt unterhält und habe ihr gestern auch schon angekündigt, dass sie sich dann eventuell bei ihr melden. Okay, alles klar, mache ich, Mr. Harris. Ja, wunderbar, danke schön. Ciao. Ciao. Ja. Okay, Herr Corti, ich bin dem Ganzen mal durchgegangen. Das wäre Ihre komplett erste Strafe. Da wir Ihnen in dem Shop nichts nachweisen können, glaube ich Ihnen das einfach mal. Und bezüglich der Vermummung haben Sie leider verstoßen gegen Penal Code Paragraph 3, unserem Vermummungsverbot. Wie gesagt, da es Ihre erste Strafe ist, würde ich Ihnen ein Strafmaß von $500 auferlegen. Mit der Nebeninformation für Sie, sich hoffentlich zu bessern und ein bisschen der Stadt anzupassen. Wenn Sie wirklich nichts gemacht haben, bleiben Sie einfach stehen, reden Sie mit den Officern. Das macht viel weniger Probleme für Sie, wissen Sie? Ja, ich denke das nächste Mal auf jeden Fall drüber nach. Und das Problem ist, Mr. Corti, jetzt sind Sie halt vorbestraft, ne? Ja. Genau. Also wenn wieder was vorkommt, wird die Strafe halt nicht so mild ausfallen. Macht Sinn. Gut. Das freut mich. Sie jetzt bezahlen? Wir haben auch theoretisch Sie haben jetzt auch theoretisch 72 Stunden Zeit, um sich zum Beispiel einen Anwalt zu nehmen, gegen das, ich sag jetzt mal, den Strafbefehl, den wir jetzt gerade ausgestellt haben, Widerspruch einzulegen. Ja, das Recht haben Sie. Ich akzeptiere das Ganze schon, wenn das schon okay ist. Okay. Das passt schon. Okay. Dann haben Sie theoretisch auch 72 Stunden Zeit, den zu bezahlen. Dann müssen Sie dann aber freiwillig zu uns kommen und den bei uns bezahlen. Wir laufen Ihnen nicht mehr hinterher. Genau. Und was ist, wenn ich das Ganze aber nicht bezahlen kann, weil ich das Geld nicht habe? Dann wird das Ganze in Hafteinheiten umgerechnet und Sie müssen ins Gefängnis. Auf Staatskosten. Ja, aber man muss dazu sagen, es ist Ihre Freiheit und Sie haben ja gesagt, Sie möchten nichts lieber als frei sein. Dementsprechend würde ich Ihnen empfehlen, die $500 zu bezahlen, weil eigentlich normalerweise ist es so, $500, wenn man das genau umrechnen würde, wären das 10 Minuten. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, wenn Sie das in Ersatzhaft machen, dann bleiben Sie mindestens 20 Minuten. Ich bin aber ja jetzt schon 10 Minuten hier. Ja, jetzt haben Sie sich keinen Anwalt genommen. Wir waren ja auch sehr schnell da. 10 Minuten ist echt wenig Zeit. Sie dürfen bis zu einer Stunde. Das rechnen wir nicht an. Ja, ich überlege mir das mal, ne? Vielleicht sieht man sich ja in den nächsten Tagen eh wieder. Ach, dann wollen Sie direkt zusammen bezahlen, ja? Ja, bestimmt. Ja, vielleicht haben Sie bis dahin auch ein paar Geldkassetten ausgeräumt, ne? Gut. Vergessen Sie aber nicht, nach 72 Stunden kommen Sie automatisch auf die Fahndungsliste und werden aufgegriffen. Richtig. Genau. Alles klar, gut zu wissen. Ja, perfekt. Okay, Herr Corti. Gut, dann darf er raus. Später einen Strafbefehl zu. Wo melde ich mich dann? Entweder beim DOJ oder beim PD. Nee. DOJ. Strafbefehle werden nur bei uns bezahlt. Entschuldigung. Ja. Achso, nee, nicht wegen dem Bezahlen, sondern wegen dem Absitzen. Achso, das dann beim PD. Nicht bei uns. Okay. Perfekt. Absitzen, PD, bezahlen, DOJ. Jo, dankeschön. Okay. Gut, die Kollegen. Was mit meinem Messer? Sie schreiben dann die Akte fertig, denke ich. Ja, genau, machen wir. Marschuss fertig. Okay. Und dann schicken Sie die einfach weiter an DOJ Manning, ja? Jawohl, machen wir so. Da das Messer nicht als Tatwaffe geht, kriegt er das natürlich zurück. Ja. Perfekt. Sehr gut gemacht, Frau Kempel.
Vielen Dank. Dankeschön. Danke für schnelles Kommen, ich lasse euch noch raus. Gerne. Schönen Tag. Dankeschön. Ach so. Den sehen wir definitiv wieder. Die wird's, glaube ich, auch. Wahrscheinlich heute noch. Davon gehe ich aus. Ciao. Tschüss. Immer dieses kleine süffisante Lächeln bei, ja, ich überleg's mir, das nächste Mal stehen zu bleiben. Da weißt du schon Bescheid. Hm. Mir hat schon der Satz gereicht. Ja, ich rechne das mit anderen Sachen zusammen. Ja, ja. Ach, oh Gott. Grüße. Vielleicht bekomme ich ihn heute nochmal. Ich habe ihn, als du dann die Akte angeguckt hattest, habe ich ihm auch schon gesagt, wenn wir uns wiedersehen hier in den Zellen, ja, dann führen wir das Gespräch aber ganz anders. Ja, dann sieht es ganz anders aus. Das wollte ich auch gerade sagen. So, ich glaube, zum Wochenmarkt müssen wir nicht mehr. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Da kam ja eh keiner. Ich muss auf jeden Fall, weil mein Auto steht noch da. Ach ja, stimmt. Ja, dann fahre ich dich kurz hin. Super, danke. Stimmt ja! Hier, ne? Mann, das Diebesgut habe ich bei der Befragung schon gar nicht mehr gedacht. Sonst denke ich eigentlich immer dran, aber heute irgendwie nicht. Ja, aber ansonsten natürlich sehr typischer Fall, ne? Auch für dann die Officerin, die offensichtlich neu eingestellt ist. Ja. Einfach ein ganz normaler, typischer Fall. Ja, Shopraub und dann Flucht. Genau. Wichtig ist halt, ne, hast du auch selber gemacht. Wir können ihm halt nichts nachweisen, wenn ihn keiner gesehen hat, wie er eine Waffe gegen den Verkäufer erhoben hat. Das hatte ich jetzt halt eigentlich auch nur, weil ich den Fall jetzt schon 2-3 Mal hatte in den Zellen. Genau. Also das kannst du halt nicht nachweisen. Dann kannst du halt einfach versuchen, ein Geständnis irgendwie rauszukriegen aus den Leuten. Ja. Das geht halt, ne? Wenn du denen halt irgendwie sagst, ja, Strafmildern und so, dann überlegen sich manche das tatsächlich nochmal. Das ist dann die einzige Möglichkeit, die du dann da hast. Ja. Wichtig ist halt, dass du immer nach Vermummung und Diebesgut und so fragen musst, weil tatsächlich die Officer das meistens vergessen. Weil für die ist halt jemand, der vermummt ist, ist ganz normal, ne? Also für die ist es komisch, wenn sie irgendjemanden verfolgen, der nicht vermummt ist. Und dementsprechend deswegen hatte ich nochmal nachgefragt, aber ich hatte dann das erste Mal einfach überhört. Aber ich wollte lieber nochmal auf Nummer sicher gehen. Genau, aber häufig sagen sie das einfach nicht dazu, deswegen immer nachfragen. Ja. Gut, ist halt auch ein entspannter Punkt, den man immer mal schnell anklagen kann. Habe ich eigentlich irgendwas bei der Besprechung verpasst? Wann war das? Vor 2 Tagen? 3 Tagen? Ja, die ging tatsächlich, glaube ich, 1,5 Stunden, weil wir echt über sehr viel gesprochen haben für halt hauptsächlich die Neuen. Ja, ich habe eigentlich ich war erst um 8 an dem Tag im Dienst und dann habe ich schon gesehen, da geht von 7 bis 8 und dann. Hatten wir tatsächlich immer noch Besprechungen. Ich habe vor, heute nochmal eine zu machen, wenn wir spontan alle zusammenkommen. Einfach weil heute sehr viele von den Neuen auch da sind, ne? Also auch Fischer ist wieder da, du bist da. Nochmal kurz zusammenzufassen und so und zu sagen, wie die nächsten Wochen so aussehen werden. Ob euch irgendwas auf dem Herzen liegt, ob ihr irgendwelche Fälle habt, die ihr besprechen wollt und so weiter und so fort. Ja, das ist top. Das versuche ich nachher mal, so gegen 20 Uhr wahrscheinlich, weil heute, glaube ich, auch keine Verhandlung ist. Das würde ja passen. Die wurde, glaube ich, verschoben, ne? So. Bitteschön. Super, danke. Dann bis später. Ja, bis später. So, ciao, Prisma. Have fun. Und hallo Fallout, schön, dass du da bist. Er will frei bleiben, sagt er hinter den Gitterstäben. Ja, absolut richtig. Er kennt sie nicht, die gute alte Freiheit hinter den Gitterstäben. Schön.
So, das heißt, wir versuchen heute eine Besprechung zu machen. Übergabeakten habe ich schon übergeben. Ich muss mit Bradshaw über seine Akten reden. Ich muss mit der Carter darüber reden, wie die... Ich glaube, der Carter kennt die Musterakte noch gar nicht. Ich glaube, das ist das Problem tatsächlich. Wir haben ja eigentlich eine Musterakte, wo unten drin steht, wie das aussehen soll bei uns. Ich glaube, die kennt er noch nicht. Das ist das Problem. Das heißt, das könnten wir eigentlich relativ easy machen. Das machen wir als erstes. Oh, und wir müssen mit der Karte... Ja, stimmt. Oh nein, wir müssen mit der Karte über was ganz anderes reden. Wir müssen mit der Karte über die Sache mit dem... Da bin ich befangen. Deswegen mache ich das nicht, Sache reden. Weil das geht gar nicht. Weißt du, was ich jetzt kurz mache, wenn wir eh hier lang fahren? Und es noch nicht 20 Uhr ist? Sorry! Vorfahrt genommen. Upsi. Gucken, ob hier der Autohändler da ist. Gucken, ob Sean Lowe da ist. Zumindest steht hier jemand. Erstmal mit dem DOJ-Wagen zum Autohändler fahren. Das war nicht.